Ich heiße nicht nur Captain Dark, sondern euch auch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Tribe Primitive Builder. Ich habe gesehen, dass das Game ein Survival-Game ist und dass man da so ein bisschen bauen kann. Und das ist ja genau mein Ding. Deshalb spielen wir das jetzt. Ich starte da komplett blind rein. Ich habe noch nicht so viel Gameplay gesehen. Was heißt noch nicht so viel? Eigentlich gar nichts. Ich habe mal kurz in einem Stream was gesehen. Vielleicht 30 Sekunden oder so. Und habe gedacht, das wäre vielleicht ein neues Projekt für YouTube. Und wenn ihr das auch feiert, vergesst das Abo nicht, den Like und den Kommentar. Fördert den Algorithmus, das pusht meine Videos. Und ich wünsche euch viel Spaß beim ersten Teil von Tribe Primitive Builder. Let's go. Wer bist du? Oh, okay. Gott sei Dank hat er noch einen Schlüpfer an und den Mettenshorts. Ich liebe diese ausgedachte Steinzeitsprache. Vielleicht ist sie ausgedacht, vielleicht ist sie auch echt, aber ich glaube, sie ist ausgedacht. So, finde das Dorf, sprich mit dem Ältesten, koche Essensrationen auf einem Lagerfeuer. Optional ist die Essensration. Okay. Also es sieht schon mal gar nicht so schlecht aus, muss ich gestehen. Oder? Sitze ich irgendwo davor? Nee, ich sitze nicht davor. Das ist schon mal gut. So, ich habe hier Fisch. Und hier kann ich... Stell mir doch mal dreimal her. Da sitze ich so ein bisschen davor, ne, vor dem Herstellungsding. Okay, jetzt haben wir Essensration. Ich setze das mal auf die 7 hier unten. Und dann essen wir mal einen. Top. So. Es gibt Möwen anscheinend. Was mich so ein bisschen verwirrt, ist, dass die Kamera so ein bisschen shakt mit dem Laufen des Charakters. Hier hinten ist eine Kiste. Loot. Rucksack, Truhe, hier. Bambus und gelbes Gras. Alles nehmen. Wir nehmen alles mit. Hier die Pflanzenfasern können wir... Große Blätter, ah ja, okay. Das können wir mitnehmen. Das könnte man jetzt schneiden, okay, wenn man ein Messer hätte. Sammler Meisterung 2, okay. BTF. Es gibt ja anscheinend In-Game Achievements. Auch nicht schlecht. Alter. Das ist, Lava. Okay. Ist der Zaun so hoch oder bin ich so klein? Ich komme mir irgendwie sehr klein vor. Ich komme mir sehr nah am Boden vor. Wir nehmen natürlich alles mit, was sich hier bietet. Denn damit kriegen wir die Sammlermeisterung 3. Sehr schön. Haben wir irgendwo Ausdauer? Nee. Wir können anscheinend so lange laufen, wie wir wollen. Wird sich wahrscheinlich auf Hunger und Durst und sowas auswirken. Sprich mit dem Ältesten. Ah ja, hier ist der Älteste. Ah, Gurdas, die wohnt konnte die Gurdas. Geil. Gefällt mir. Lösche den Durst. Lösche den Durst. Aha. Was gibt's hier so? Kann man das looten? Hallo? Mach ein Nickerchen. Na, das klingt doch. Also, das mache ich doch gern. Das klingt doch direkt nach mir. Was ist das für Kräuter? Ich pflück jetzt seinen ganzen Kräutergarten weg. Ja. Sammler Meisterung 4. Na siehste. I, aus der grünen Suppe soll ich trinken? Okay. Ich habe auch so eine Maske auf. Ja, geil. Das ist mein Bett. Okay. 4 Stunden. Na klar, ein Nickerchen. 4 Stunden. Easy. Sprich mit dem Ältesten. Jetzt bin ich ausgeschlafen, jetzt darf ich nochmal mit ihm sprechen. Stell ein Messer her, stell eine Axt her. Gut. Brauche ich dafür eine extra Werkbank? Anscheinend. Herstellen. Brauchen wir 2 Steine für? Haben wir eben gerade gesammelt. Schön. Lege ich mal auf die 1. Stelle eine Axt her. Was brauche ich für eine
große Axt. Da brauche ich zwei Steine, blauer Stein, eine Ranke und Äste. Äste habe ich genug. Und die Ranken kann ich mit dem Messer ernten. Da vorne zum Beispiel. Nehme ich die da gleich auf? Ja, das nehmen die gleich auf. Sehr schön. Und hier kann ich auch die Steine sammeln. Sah ein bisschen groß aus zum Sammeln, aber kann ich mitnehmen. Top. Jetzt gehen wir da wieder hin, machen eine große Axt und dann geht's weiter. Muss ich wahrscheinlich wieder mit dem Ältesten sprechen. Baue die Werkstatt und Zugang zu einem Ruheort, einem Arbeitstisch und einem persönlichen Lager an der gewünschten Stelle zu bekommen. Machen wir das doch mal. Ach, ist das hier die, das ist die Lagerhöhle? Oh, die ist ja cool. Die ist ja mal mega cool. Aber komme ich ja auch, gibt's ja auch einen, ja, gibt's auch einen Weg rein. Vernünftigen, nicht den ich genommen habe. Okay, hier liegen schon sehr viele Ressourcen drin. Habe ich eigentlich ein Gewicht? Ich habe kein Gewicht, ich habe nur ein Inventar. Wenn das Inventar voll ist, kann ich nicht mehr weitermachen. Okay. Das heißt, soll ich vielleicht hier? Da ist ein Hase. Kann ich den mit dem Messer töten? Komm her. Anscheinend nicht. Okay. Aber soll ich das hier bauen oder... Drücke Q, wähle die Werkstatt aus. Produktion? Nee. Essen? Nee. Privat? Werkstatt. Ah, die Aura des Gebäudes wird blau, wenn es möglich ist, etwas zu bauen und der Boden flach genug ist. Interessant. Ja, dann baue ich das Ding noch mal hin. Oder? Schließe den Bau ab. Oh, das ist nice. Kann es gedrückt halten. Nice. Sehr nice. Man baut das richtig Schritt für Schritt. Meisterung bauen. Sehr gut. Ey, das ist ja mal wirklich... Also hier, ey, bester Seven vs. White Shelter, würde ich sagen, oder? Wenn das so einfach wäre. Jetzt habe ich ja auch eine Werkstatt, wo ich einen großen Hammer... Was macht der große Hammer? Das einfachste Werkzeug, um Hütten zu demontieren. Geringe Chance, Ressourcen zurückzubekommen. Ah. Quest begonnen, das Fischen. Mach dich bereit zum Angeln. Stell einen Speer her. Oh, jo. Ich sammle schon mal Ressourcen. Meisterung 5. Beisammeln. Nice. Was brauche ich für einen großen Speer? Ich brauche noch zwei solche Lianen-Dinger. Die kriegen wir Anfang der Höhle hier, am Eingang. So, jetzt können wir einen großen Speer herstellen. Das einfachste Werkzeug für die Jagd auf Fische und Vögel. Aha, also Hasen nicht. So, Jagd mit dem Speer. Wenn du einen Fisch, eine Möwe oder einen Truthahn siehst, ziele mit dem Speer und wirf ihn, um eine wertvolle Ressource zu erhalten. Ach so. Und es wirkt so ein bisschen levelig. Also, dass es so ein Level ist jetzt erstmal zum Tutorial legen, ne? Ah! Ein bisschen vorziehen muss man. Okay, verstehe. Ich hole mir gleich noch einen neuen Fisch. Also noch einen. Jetzt habe ich es raus, jetzt habe ich es raus, jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich drin, jeder Wurf ein Treffer. Geil. Nutzt sich der Speer auch ab? Also das Messer nutzt sich auf jeden Fall ab. Ist dann die Frage, ob ich es reparieren kann an der Werkstatt oder ob ich völlig neu craften muss, weil er komplett zerbricht. Vulkanausbruch. Krass. Führe Rituale am Altar durch, um den Zugang zu Bauplänen für neue Gebäude und Gegenstände freizuschalten. Geil. Denke daran, die Kosten für das Ritual zu überprüfen, bevor du zum Altar gehst. Aha. Finde Kräuter optional, 5 von 5. Finde gelbes Gas optional, 3 von 3. Haben wir schon erledigt. Ich versuche jetzt trotzdem den Hasen zu jagen. Mit dem Speer.
jetzt einfach, weil ich Bock habe. Das bringt so die Erfahrung, wenn man so viel Jagdsimulator gespielt hat wie ich. Also das Spiel hat schon mal gelogen, ne? Spiel sagt ja, Speer ist nur für Fische und für Vögel. Aber offensichtlich konnte ich damit einen Hasen töten. Ey, natürlich gibt es hier in der Nähe von der Höhle, wo der Altar ist, genau die Mats, die man braucht, um Weihrauch herzustellen, ne? Natürlich. So, wähle das Ritual. Drücke Oro, okay. Lege den Weihrauch auf den Altar. Warte, bis das Ritual beendet ist. Wo ist der Altar? Okay, jetzt muss ich das... Jetzt habe ich ein Ritual gewählt. Achso, das ist anscheinend so ein Skilltree. Das Ritual. Und jetzt muss ich den Weihrauch hier drauflegen. Okay, Digga. Okay. Okay, ein Schiff. Es fliegt. Informiere den Ältesten über deine Vision. Aha, okay. Wir hatten also eine Vision. Wir haben sehr viel freigeschaltet. Bambustote und Talisman. Okay, okay, okay. Ich möchte... Darf ich dann irgendwann... Ist das das Game-Ziel, dass man seinen eigenen Stamm, sondern seine eigenen Hütten und so baut und so? Also klar, die Hütten habe ich jetzt freigeschaltet, aber kriege ich auch Leute dazu? Gründe ich dann meinen eigenen Stamm? Das wäre nice, wenn das so ein bisschen so in die Richtung Medieval Dynasty geht. Hätte ich da Bock. Medieval Dynasty... Entschuldigung. Also, auf der Minimap wird mir auch, oder auf der Minimap, sage ich schon, auf dem Kompass oben wird mir meine Hütte angezeigt. Oh. Ich wollte noch nicht ausprobieren, ob es Fire Damage gibt. Das wollte ich noch nicht. Okay, okay, okay. Die Kosten für fortgeschrittene Rituale und besondere Hütten sind hoch. Lass deine Stammesangehörigen für dich arbeiten. Aha! Sehr gut. Um genügend Ressourcen zu sammeln und konzentriere dich auf das Management. Nice. Es ist wirklich wie Mad Eagle Dynasty. Platziere eine Fischerhütte am Fluss. Benutze die Karte, um den Fluss zu finden. Drücke M. Oh, lol. Ja, hier ist meine Hütte, da ist der Fluss. Ich glaube, ich bleibe erstmal hier. Und wird hier einfach eine Fütter... Eine Fischerhütte. So, wie war das? Kuh, Essen, Fischerhütte. Wir brauchen Holz. Und dafür brauchen wir eine Axt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig in die Survival-Game-Thematik rein. Eine Axt. Wir haben eine Axt. Lol. Natürlich haben wir eine Axt. Oh, es sieht nicht schlecht aus. Gibt es da Fall Damage? Nee, gibt es nicht, ne? Oh, da kriegen wir jetzt einfach Holz, wenn wir den boxen. Cool. Essen, Fischhütte. Nochmal, Essen, Fischhütte. Also wir können den, wir können die Fischerhütte ins Wasser bauen. Das möchte ich aber nicht. Das sieht ja kacke aus. Ich will eine Fischerhütte am Fluss bauen und nicht im Fluss. Erst so ein bisschen... Das Ressourcenabbauen, finde ich, ist ein bisschen wie so eine Mischung aus, ich nehme es jetzt auf, und Grounded, finde ich. Also nicht ganz wie Grounded, aber ein bisschen. Du bist am Verhungern. Baue eine Fischerhütte oder stell einen Speer her und jage selbst. Du brauchst ein Lagerfeuer, um Fleisch zu kochen. Ich brauche ein Lagerfeuer.
Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, wenn wir hier unten am Feuer, an einer Fischerhütte erstmal ein Lagerfeuer errichten. Schlafhütte. Wie mache ich denn ein Lagerfeuer? Produktion? Privat? Oder habe ich das oben an meiner Hütte? Also ich kann, klar, ich kann erstmal das essen, was ich hergestellt habe, unten am Strand. Aber wie baue ich denn ein Lagerfeuer? Stamm, hier habe ich meinen, achso, hier sind meine Stammesmitglieder wahrscheinlich drin. Aber ein Lagerfeuer selber? Tja, wir bauen erstmal die Fischerhütte weiter, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie ich ein Lagerfeuer erstelle. Hat mir keiner erklärt. Ich hatte ein Lagerfeuer ganz am Anfang, mit dem ich kochen konnte, aber sonst hat mir das einer erklärt? Ich glaube nicht. Schließe alle Bauphasen ab. 5 von 6, schließe den Bau ab. Ja, sehr gut. Ist das nicht das gleiche? Schließe den Bau ab und schließe alle Bauphasen ab? Finde den Ältesten. Okay, jetzt haben wir eine Fischerhütte. Was können wir hier machen? Erforderliches Werkzeug. Okay, und hier, wir brauchen Nahrung und ein erforderliches Werkzeug. Und dann stellt das Ding Fisch her. Produktion umstellen. Fisch. Zurück. Zugewiesen. Keine. Achso, Status Dorflager. Keine. Okay. Arbeiter 0 von 5. Okay. Untätige Stammesangehörige 4. Okay. Stelle einen Speer her. Das mache ich. Bringe den Speer zur Fischerhütte. Bringe 5 Essensrationen zur Fischerhütte. Ordne Stammesangehöriger Fischerhütte zu. Okay, wir müssen einen Speer herstellen. Großer Speer braucht Ranken. Natürlich. Jetzt sollen wir der Fischerhütte einen Speer zuordnen. Zack. Und was zu essen. Zack. Okay. Und jetzt sollen wir Leute dazu ordnen. Machen wir mal einen. Oder zwei. Zwei ist besser. Zwei ist besser als einer. So, jetzt müsste die Fischerhütte eigentlich arbeiten. Sehe ich da irgendwie, dass da Leute hinkommen? Da ist jemand im Wasser. Aber gehört er zu mir? Da ist auch jemand im Wasser. Wenn ich jetzt die beiden Leute hier wegnehme, dann ist da hinten keiner mehr im Wasser und hier auch nicht. Ah, okay, okay. So ist es also. Okay, verstehe. Top. Na, jetzt habe ich... Ja, sehr gut. Jetzt gehen die auch los. Jetzt habe ich zwei Dudes, die für mich angeln. Nice. Handwerkermeisterung 3 ist auch gut. Finde den Eingang zur Höhle. Achso, wir gehen jetzt wieder zur alten Höhle und machen Ritual. Bestimmt, um Feuer herzustellen. Also, dass ich sowas wie Lagerfeuer und so lerne. Hundertprozentig. Ich glaube es zumindest. Weil der Alte hat irgendwas gesagt von, du musst auch sicherstellen, dass deine Leute auch genügend zu essen haben. Und ich glaube, das machen wir jetzt dadurch, dass wir was lernen, wo wir kochen können. Irgendwie so eine Kochhütte oder so. Ich bin am Überlegen, ob ich den Spot noch ändere und da nicht so an dem Anfangsspot baue. Es gibt hier nämlich eine coole Wiese mit Hasen. Und ich glaube, die nehme ich. Hier oben. Wisst ihr, was ich meine? Hier, bin ich nah am Fluss? Also ich kann im Prinzip gleich hier unten am Fluss da die Fischerhütte lassen. Und ich könnte hier oben halt mein Dorf aufbauen. Da unten ist dann die Fischerhütte. Und hier... Obwohl, dann könnten wir die Fischerhütte auch hier hinbauen. Naja, auf jeden Fall würde ich gern hier bauen. Ich glaube, das ist cool. Kochhütte brauchen wir noch Bambus und Holz. Okay, gut. Und hier haben wir ja gleich unser Bambuswald. Da können wir auch gleich abholzen. Ich glaube, das ist ein guter Spot. Also die Designs von der Hütte, von den Hütten, die sind halt absolut spektakulär. Da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich gestehen. Das ist nicht unbedingt so auf praktisch wie möglich. Also so unkompliziert wie möglich und praktisch, sondern das ist schon sehr kunstvoll, finde ich.
Ich müsste mal was essen. Ja, aber ich habe halt nichts, ne? Das wird jetzt das Problem, dass wir jetzt so schnell wie möglich die Kochhütte fertig machen müssen, damit wir auch was kochen. Ja, hier brauchen wir sehr viel Holz wieder. Okay. Ja, wenn das Zeug nachwächst, dann hacke ich hier vorne auch Holz. Sonst hätte ich das gelassen, damit es schön aussieht. Okay, Hütte ist fertig. Jetzt, achso, die braucht ein Messer. Ich gebe denen erstmal mein Messer. Und die braucht was zu essen. Ja, toll. Kann ich das selber kochen? Ja, kann ich. Okay. Ja, vielleicht schaffen wir es doch noch. Ah, sehr gut. Ich habe mal was gegessen, bevor ich gestorben bin. Sehr gut. Stellen wir erstmal Essensrationen mit den Hasenteilen her. Und die tun wir dann da rein und dann können die erstmal machen. Dinge tun. Machen die was? Bis jetzt noch nicht. Ach, weil die nichts haben. Ja, verstehe. Ich bringe euch rohen Fisch. Und dann solltet ihr was tun. Vielleicht, wenn die Fischerhütte da unten ist, wenn ich die umgesetzt habe, vielleicht funktioniert es dann. Oh, okay, die haben ihren Speer anscheinend schon verwurstet. Dann nimmt man meinen. Jetzt habe ich keine Werkzeuge mehr. Aber ist egal, brauch ich ja eigentlich auch nicht. Na gut, ein Messer brauche ich für Ranken ernten. Immer drei, okay. Ja, nice. Sehr, sehr gut. Kochhütte funktioniert. Und ich würde sagen, das war's auch schon mit diesem Teil von Tribes. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Mit einem Like, mit einem Abo, mit einem Kommentar. Füttert den Algorithmus, dann weiß ich, ob euch das Spiel gefällt. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr. Ich werde auf jeden Fall noch ein, zwei Teile machen. Aber es hängt auch stark davon ab, wie ihr das findet. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.